David, am Freitag steht das nächste Heimspiel an. Für dich wahrscheinlich kein ganz normales Spiel. Es geht gegen deinen Ex-Club, es geht gegen Amstetten. Wie blickst du dem Spiel entgegen? Ja, wie du das richtig angesprochen hast, ist es natürlich ein besonderes Spiel für mich. Ich hoffe, ich habe eine schöne lange Zeit dort verbracht, auch für ein paar Spieler, die was natürlich enge Freundschaften entstanden sind, dass es für die ein bisschen ein besonderes Spiel ist, dann gegen mich da in Graz zu spielen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich bis in die letzten Haarspitzen auf das Spiel gegen Amstetten am Freitag. Du hast jetzt bereits einige Wochen mit dem GAK gemeinsam trainiert, einige Wochen eben im roten Dress gespielt. Was ist so rückblickend der Eindruck, den du von dieser Mannschaft, aber auch von der Stadt gewonnen hast? Der Rückblick war eigentlich von Anfang an sehr positiv. Also das ist quasi auch ein Vorblick. Es war vom ersten Tag an positiv. Die Mannschaft hat mich sehr positiv aufgenommen. Ich fühle mich in der Stadt sehr wohl. Bei trainingsfreien Tagen ist auch der Zusammenhalt der Mannschaft sehr dick da. Also wir unternehmen dann gemeinsam immer wieder verschiedene Sachen und deswegen habe ich mich von der ersten Sekunde auch sehr wohl gefühlt. Ja. Das Spiel wird kein leichtes werden. Amstetten ganz gut in Schuss, ganz gut in Fahrt. Worauf wird es, denkst du, ankommen? Wenn man die letzten Spiele hernimmt, dann ist wahrscheinlich Amstetten ein bisschen zu favorisieren. Die letzten vier Spiele, haben wir es dann kurz angeschaut, haben allesamt klar gewonnen, kein Gegentor erhalten. Im Umkehrschluss bei uns mit dem Trainerwechsel bzw. mit der Suche, jetzt Gott sei Dank zum Schluss die drei Punkte in Dornbirn eingefahren, ist irgendwo vom Außen schon Amstetten in der Favoritenrolle. Das wiederum bei uns im eigenen Stadion wollen wir uns zunutze machen und dann nicht überraschen, aber natürlich positiv auftreten und dann die drei Punkte mitnehmen. Ja. Für dich persönlich zählt natürlich auch die Währung Tore. Ich vermute, du würdest gerne eine Spur mehr erzielen, als du zumindest die letzten Male erzielt hast. Woran hapert es denn? Man hat immer das Gefühl, ein paar Millimeter, ein paar Zentimeter sind es dann, wo es in die falsche Richtung geht. Also das Stürmer-Dasein ist jetzt nicht anders geworden beim GRK. Das ist dasselbe, das sind halt die Feinabstimmungen vielleicht noch mit den Mitspielern, die was dann noch gefunden werden sollen. Da wäre dann natürlich super die ganze Wintervorbereitung, wo man diese dann feinjustieren kann. Bis dato hat es leider Gottes noch nicht sehr häufig geklappt, aber ich hoffe, dass das gegen Amstetten dann anders wird. Wir haben jetzt noch harte Spiele vor der Winterpause. Was denkst du, wie blickt sie dem entgegen und was soll wunschmäßig an Punkten rauskommen? Ja, wunschmäßig, wenn man so spricht, natürlich das Maximum, realistisch zu bleiben, trotzdem auch so viele wie möglich. Wir schauen von Spiel zu Spiel, jetzt ist dann das nächste Schwere gegen Amstetten. Und dann ist Länderspielpause. Das übernächste Spiel ist dann in drei Wochen. Macht es keinen Sinn, dann zu schauen. Vielleicht ergibt sich dann auch was mit einem neuen Trainer, der dann eine neue Philosophie reinbringt. Ja, wichtig ist jetzt das Spiel gegen Amstetten und das dann positiv abzuschließen. Alles Gute dafür. Danke.